So, herzlich willkommen zum nächsten Teil dieser Videoserie. Es werden drei Teile werden. Am Anfang waren zwei geplant, aber wir schaffen es nicht. Aber das Video wird jetzt auf jeden Fall sehr spannend, vielleicht auch genialer zum Ansehen. Wir werden nämlich ein bisschen was einblenden. Es wird kein Poser-Video oder ähnliches. Ihr wisst, ich bin auch sehr, sehr bodenständig in meinen ganzen Videos. Aber wir wollen euch einfach zeigen, was für Lifestyle-Möglichkeiten kann man haben, wenn man mit Dropshipping erfolgreich ist. Ja, allgemein natürlich mit einem Business erfolgreich. Wir sind aber hier auf einem Dropshipping-Kanal. Wie weit das unser Leben eigentlich verändert hat. Da kommt ein bisschen ich zu meiner Story, damit ihr auch mitbekommt, wie ich so meine Dinge eben gehandelt habe. Jetzt kommt das aber auch, wo ich dann sagen oder ein bisschen was erklären werde, auch die Jungs werden ein bisschen was erklären, wie man das eben auch diverse Reisen und andere Aufenthalte mit in die Firma hineinnehmen kann. Völlig legal, ohne dass man irgendwie jetzt schlechte Gedanken haben muss, dass der Steuerberater, also vom Finanzprüfer irgendwas sein kann, weil das sind normale Firmenausgaben. Ja, so wie ich hatte es mit meinen Taschen, Reisen Dubai und andere Länder, wo man muss halt natürlich auch wirklich arbeiten. Also man kann nicht sagen, man reist dort einfach hin, macht zwei, drei Fotos. Nein, wenn man auch richtig arbeitet und man hat eine internationale Brand, ist das auch völlig legitim. Ja? Und das sind ein paar Dinge, die wir so erwähnen werden. Das heißt, ich starte ein bisschen hinein, erzähle ein bisschen was, wie ich so gestartet habe und werden das dann ein bisschen zusammenmischen. Und dazu auch immer wieder ein bisschen was einblenden. Ja? Weil vor allem die zwei sind auch sehr, sehr viel auf Reisen, erleben auch sehr viel und haben dadurch auch wirklich schon viel erlebt. Bei mir war es ja so, ich hatte doch den Lucky Punch, was Dropshipping angeht. Mein erster Store, nachdem ich eigentlich alles ohne Anleitung also probiert habe, war ja dann in den ersten drei oder vier Monaten mit 120.000 Euro Umsatz und danach ging es eigentlich aufwärts. Ich habe dazwischen noch einen Store gehabt, wo ich mir gedacht habe, raus aus Deutschland, probieren wir es international, das hat nicht hingehauen und dann kam schon mein Handtaschenstore. Und da ging es eigentlich dann von Tag 1 an wirklich richtig ab. Ich habe gesagt, Umsätze sind sofort in die Höhe gegangen. Der erste Monat waren ja, ich glaube, 43.000 Umsatz mit 8.000 Gewinn oder so, nein, 12.000, Entschuldigung. Und im zweiten Monat waren es dann schon 120.000 Umsatz mit über 30.000 Euro Gewinn. Ja. Und natürlich gibt es dann Dinge, was macht man mit dem ganzen Geld? Natürlich, man investiert in Werbung, skaliert mehr und, damit man natürlich auch viel mehr rauskommt. Aber in dem Fall hat man sich natürlich ein bisschen was rausgenommen, privaten Lifestyle gegönnt. Das heißt, bei mir war es halt so, ich habe mir den Maserati gekauft, ich habe mir Rolex gekauft und, ein paar so Dinge, die aber für mich jetzt nicht, ich habe nicht Geld aus dem Fenster geworfen, sondern ich habe es halt gut angelegt, wo ich auch wieder gewinnbringend das zurück, also verkaufen kann oder konnte. Es kamen aber auch die Reisen dazu. Dementsprechend war ich natürlich auch mehrmals in Dubai und in anderen Ländern. Ist halt so, man muss, wenn man solche Reisen plant über die Firma, ja, man muss das halt auch legitimieren können, warum, weshalb war man in Form oder als Firmenausgabe in diesen Ländern unterwegs. Dementsprechend muss man dann aber auch Content erstellen. Ja, in meinem Fall war es natürlich unglaublich viele Videos, Fotos, was jetzt in Dubai angegangen ist. Wir haben natürlich diese Marke auf ein bisschen ein höheres Niveau, was das Level angeht, bringen wollen. Deswegen haben wir auch einen Lamborghini ausgeborgt, haben wir einen McLaren ausgeborgt, sind zu diverse Orte, wo man vielleicht auch Eintritt zahlen muss und. Das sind alles Firmenausgaben, die man natürlich mit hineinnehmen kann. Teilweise natürlich nur zu einem Prozentsatz, weil es wird jetzt niemand sagen, du hast 24 Stunden mit diesen Lamborghini Videos gedreht ohne Pause oder sonst irgendwas und hast den privat nicht genutzt. Nein, da gibt es so einen kleinen Spielraum. Aber so kann man sich eben mit den Gewinnen aus einer Firma eben auch einen besseren Lifestyle erschaffen, weil solange du genug darüber, während deinen Reisen und so arbeitest, kannst du das natürlich auch legitimieren. Dementsprechend, wenn man jetzt eine internationale Brand hat, ja, wäre es für mich auch gar kein Problem gewesen, wenn ich sage, ich fliege nach Paris, mache Fotos, Videos mit den Handtaschen vor den Eiffelturm. Ich fliege nach Amerika, mache das dort irgendwie vor der Freiheitsstatue und. Einfach, weil ich internationale Brand bin und meine Marke dadurch bekannter, mehr Trust in diversen Länder und so hineinbringen möchte und dadurch vielleicht ein bisschen einen viraleren und vor allem professionelleren Effekt zu schaffen. Ja. Und bisschen was, ich weiß nicht, ob ich schon eingeblendet habe, wenn nicht, aber ich werde immer wieder was einblenden. Aber auch die Jungs haben ja sehr, sehr viel gemacht, ich kann mich da auch erinnern, euren Lifestyle, weil, also ich sehe allgemein, wie sich das Leben verändert hat. Ja, vielleicht auch da rein, gar nicht jetzt nur mit Firmenausgaben. War ja nicht so, dass ich bin auch in einem ganz, ganz normalen Angestelltenverhältnis raus und plötzlich kamen Profite pro Monat mit über 30.000. Ja. Durchschnittlich dann waren es immer so zwischen 20.000 und 30.000. Ich war deprimiert, muss ich sagen, wenn ich mal unter 10.000 verdient habe einen Monat. Ja, da kamen so ganz Verlustängste, klingt jetzt krass, aber ist so, kamen da ein bisschen hervor. Ja. Aber von einem normalen Angestelltenverhältnis, ja, hat es bei mir, soll es gedauert haben, 7 Monate, 6 Monate, dass ich genau das erreicht habe, ja, also dieses Ding.
Bei den Jungs war es, glaube ich, ein bisschen länger, aber man muss jetzt auch sagen, sie haben ein ganz anderes Level mittlerweile erreicht. Und wir haben das im vorigen Video schon gezeigt, dass wir diese knapp 14 Millionen in diesen einen Store jetzt haben. Und da sprechen wir noch gar nicht bei diesen Stores, wo sie noch mitgewirkt haben. Aber da will ich auch jetzt das Mikrofon weitergeben, die sollen ein bisschen was erzählen, weil die haben echt viel erlebt und ja, man folgt denen auch auf Instagram, ihr seht da immer wieder diese Dinge, was man da immer erreichen hat. Du hast da mal eine sehr, sehr lange USA-Rundreise, glaube ich, gemacht, oder? Ja, wo ich ja. Grand Canyon und so. Genau, aber ich gebe da mal weiter, wir starten jetzt mit dir hinein. Und Also man kann zum Beispiel auch auf mega, was wir gemacht haben, mega, mega coole Masterminds hinfliegen. Da bist du zum Beispiel in Las Vegas auf einer Mastermind oder auch in wunderschönen Villen im Ausland, also eine wunderschöne Villa, wo die klugsten Marketingköpfe aus Europa oder international sich treffen. Ja. Das heißt, stell dir vor, du fliegst nach Thailand oder auch auf die Philippinen, eine wunderschöne große Villa nach Bali und triffst dort einfach coole Marketingleute und hast eine Mastermind. Das ist rein geschäftlich. Ja. Also ich meine, ich würde trotzdem nur 70% oder sowas hineinnehmen, weil ich natürlich auch am Pool liege und so weiter. Aber das sind einfach alles Sachen. Oder wenn du jetzt nach Amerika fliegst, in unserem Fall, und du triffst jetzt Kunden, ja, und du machst mit denen Testimonial-Videos oder was auch immer, dann fliegst du geschäftlich nach Amerika und kannst dir gleichzeitig auch noch die Stadt anschauen. Das sind einfach Sachen, die wären vorher nicht möglich gewesen. Und ja, es zahlt sich einfach aus, Unternehmer zu werden. Bei uns hat es etwas länger gedauert. Ja. Also wir haben lange gebraucht, um eben herauszufinden, wie alles funktioniert. Aber all diese Sachen, die bei uns nicht geklappt haben, die nicht funktioniert haben, die geben wir jetzt heute beim Institut für E-Commerce einfach weiter. Das heißt, wir haben wirklich gesehen, wo kann es zu Problemen kommen, was funktioniert alles nicht. Und diese Fehler müsst ihr alle nicht mehr machen, wenn wir euch das beibringen zum Beispiel. Ja. Ich glaube, Alex, du hast auch viel zu erzählen, wie das bei dir war oder was du jetzt machst aufgrund der Selbstständigkeit im Vergleich zuvor zum Beispiel. Jo. Punkt Firmenauto ein bisschen, das ist auch so ein sehr gutes Thema, Firmenauto. Also ich war ja davor auch nochmal angestellt und als sich das Ganze dann weiterentwickelt hat, ja, hat man halt gewisse Sachen ausgehört, weil wir schon anfangen Firmenauto, also sich dann ein Firmenauto gegönnt. Was fährst du gerade? Jetzt gerade ein Porsche, muss ich gerade nachdenken. Aber es waren schon einige Autos dazwischen, also das ist jetzt schon das vierte oder so, seit der Selbstständigkeit. Und ja, und das Auto wird halt, bei mir ist es circa 50-50, glaube ich, ich weiß es nicht genau, ist es privat, der Rest ist gewerblich. Ich fahre, habe ein Fahrtenbuch, also somit ist es relativ eindeutig, was da gewerblich ist und was da privat genutzt wird. Und ja, und das sind halt Kleinigkeiten und es geht weiter bis zum MacBook zum Beispiel, weil mit meinem MacBook bin ich rein am Arbeiten, sage ich einmal, und das ist natürlich eine Betriebsausgabe. Immer auch das neueste iPhone, ja. iPhone 14 Pro, zum Beispiel Handy. Manche Leute wissen nicht, wie sie sich so ein Handy leisten können, wenn du Unternehmer bist. Manche Menschen wissen nicht einmal, wie sie sich so das neueste, beste oder teuerste Handy am Markt leisten können. Wenn du Unternehmer bist, kriegst du mal die Mehrwertsteuer zurück, das sind einmal 20% Rabatt und dann bekommst du auch noch das, was noch offen bleibt, kannst du als Betriebsausgabe absetzen und sparst dir auch noch die Einkommensteuer drauf. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich kann es leicht auch erklären, der Otto-Normalverbraucher zahlt dafür 1.800 Euro und effektiv zahlst du als Unternehmer circa mit den Abschreibungen 800 Euro. Ja? Und das ist das, wofür du das Gerät eigentlich im Nachhinein auch wieder verkaufen kannst, wenn es abgeschrieben ist. Also als Unternehmer hat man so viele Vorteile, auch wenn man in Österreich ist. Da muss man gar nicht jetzt irgendwie ins Ausland gehen oder genau. Also wir sind absichtlich mit unseren Firmen auch in Österreich geblieben, weil wenn du dich mit der Steuer auskennst, mit der Buchhaltung, kannst du ein sehr, sehr gutes Leben leben. Und die Steuern, die du dann hier zahlst, ja gut, zahlst halt auch Steuern, aber dafür hast du auch ein schönes, gutes System hier. Ja. Das Interessanteste, ich meine, wir haben es noch nicht gemacht, weil Corona hat das leider verhindert jetzt die letzten 2-3 Jahre. Wir wollten nach China fliegen, nicht weil wir uns China unbedingt anschauen wollten, sondern weil wir die Fabriken, wo unsere Produkte hergestellt werden, wollten wir mal besichtigen. Das haben wir bis jetzt nur über Webcam gesehen. Wir waren tatsächlich noch nie dort, obwohl wir so viel Umsatz schon gemacht haben. Dort, glaube ich, 3 Millionen jetzt schon ausgegeben in Ware. Ja. Und ja, wir wollen uns wir kriegen dort auch eine Führung, das ist alles schon abgemacht, nur müssen wir einmal hinkommen. Und wir kriegen dort eine Führung in den Werken, überhaupt in der Stadt Yiwu ist das. Das ist so eine Industriestadt, wo alles Mögliche hergestellt wird. Also das ist eine Industriehochburg. Und ja, da kriegen wir dann eine Führung, schauen uns das Ganze an, wie werden gewisse Materialien hergestellt oder Plastikutensilien, wie wird das gegossen und kriegen da eine komplette Tour mit allem drum und dran und das ist halt richtig cool, weil das ist hundertprozentig betrieblich und da wäre ich auch normal nicht hinkommen, wenn ich das nicht machen würde. Außer ich wäre vielleicht in ein Unternehmen, was mich mal einladet oder so, aber da brauchst du auch halt ein bisschen, bis man da hochkommt.
Zum Beispiel wurden wir jetzt auch von Facebook, Instagram, also vom Meta-Konzern und von Google, Google YouTube, wurden wir nach Irland eingeladen und konnten uns die Headquarter ansehen. Ja. Also da sind allein am Google-Standort über 7000 Mitarbeiter gewesen. Das sind riesige Gebäude und wir konnten dort hinein, konnten uns die Büros anschauen, konnten mit den ganzen Menschen reden. Das ist eine absolut Hochsicherheitszone. Da kommst du nicht rein, es gibt keinen Takt der offenen Tür, es gibt nichts und wir sind nur reingekommen, weil unsere Unternehmen ein extremes Skalierungspotenzial haben und wir schon siebenstellige Summen dort im Jahr ausgeben, ja, für Werbung. Und so kommt man eben da an Sachen rein, die man früher nur so vom Hören kannte. Ja, es gibt die Facebook-Zentrale, es gibt die Zentrale von Google, YouTube, aber wie man da reinkommt, das wäre eigentlich früher undenkbar gewesen und jetzt wurden wir dort eingeladen. Da gibt es auch ein Video auf meinem Instagram und auf Alex in Instagram in den Reels. Und dann steht da plötzlich unser Firmenname, Welcome P&K Commercial Trade GmbH meets Meta. Ja, und die haben uns da willkommen geheißen und Security und alles. Also das sind einfach Sachen, die sind so cool und so fängt das Leben auch richtig an, Spaß zu machen. Weil wenn du jetzt aufstehst, du fährst in die Arbeit, dir geht das 8 Stunden lang wirklich auf die Nerven, dein Chef nervt dich und so weiter. Ich meine, wenn die Arbeit passt, dann ist super. Aber wenn dich das nervt, dann nimm einfach dein Leben selbst in die Hand und dann kannst du die geilsten Autos fahren, die geilsten Reisen machen, viel mehr Geld verdienen und auch noch jeden Tag Spaß haben. Ich meine, besser geht's nicht. Ja? Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, die Lebenszeit. Ja? Auch wenn vielleicht einige von euch da draußen vielleicht schon ein bisschen was an Geld verloren haben und auch schon ein bisschen mehr, weil sie getestet haben, Dropshipping und Ähnliches. Geld kommt zurück, glaubt mir, das kann ich euch mehr als genug sagen, wie oft ich schon Geld verloren habe und wieder zurückgekommen ist und, und. Aber die Zeit, ja, das ist das Problem. Ich konnte mir in meinem damaligen Job eigentlich gar nicht vorstellen, das war ein Großraumbüro, wie ich da gegenüber jemanden sitzen gesehen habe, der über 25 Jahre, also diese Dame eigentlich da war, jeden Tag, keine Ahnung, um die 30, 40 Kilometer zum Arbeitsweg hatte und dann wieder nach Hause, jeden Tag diese Frustration sehen. Und ich bin da auch gesessen und habe gedacht, soll das wirklich mein Leben irgendwie so in der Zukunft sein? Und habe damals dann eben schon mit meinen Importprodukten, ich habe euch da ja ein Video dazu gesagt, das waren damals diese E-Shishas, habe in der Firma aufgebaut, bevor ich mich dann dort einem verabschiedet habe. Aber eben nochmal zurückzukommen auf den Lifestyle. Ja. Viele denken ja gar nicht darüber nach, was, wenn man dann das Unternehmen hat, egal ob Einzelunternehmen, GmbH oder Ähnliches, was für Vorteile das mit sich bringt. Weil, so wie er jetzt gesagt hat, das Handy. Es ist nicht nur das Handy, auch den Handyvertrag, weil du nutzt es ja firmlich, Internetvertrag und ähnliche Dinge, was man halt alles so benötigt. Ja, kann man natürlich alles auch zum Teil mit hineinnehmen in die Firma. Ja. Und Laptop, da kommen Laptop-Käufe, Tankrechnungen, genau das, was er sagt, Geschäftsessen. Natürlich hat man Geschäftsessen mit Partnern, die setzt man dann auch ab. Ja. Und das sind alles solche Dinge, die man halt dann auch noch mit einplanen kann. Mir fällt jetzt noch was ein, weil du gesagt hast, viele Leute haben vielleicht Angst, so einen Schritt nehmen. Mir sagt ja niemand, dass man sowas auch hauptberuflich machen kann. Wenn man einen coolen Job hat, kann man ja auch nebenbei einen Job einfach haben und sich, wenn du jetzt schon gut verdienst, sagen wir jetzt 2.500, 3.000 netto und jetzt machst du nochmal zusätzlich 3.000 netto mit deinem Job, dann hast du 6 am Ende des Monats. Und wenn dir das Spaß macht und weil du sagtest vor allem, viele haben Angst, etwas vielleicht zu investieren oder zu riskieren. Das passiert ja auch, wenn du schon selbstständig bist. Zum Beispiel letztes Jahr im April, ich habe viel in Krypto und Aktien investiert und ich kann jetzt sagen, ich habe viel Geld verloren. Es ist sehr viel aktuell im Minus und ich habe auch Geld verloren. Und ja, niemand kann in die Glaskugel schauen und sagen, wie es weitergeht. Das trifft jede Person, egal was für eine Altersgruppe, egal was für Beruf. Also jeder von euch wird in Zukunft noch Fehlinvestitionen machen. So bin auch nicht ich geschützt vor Fehlinvestitionen und habe diese leider getätigt. Aber das gehört halt dazu. Aber mir fällt es halt leichter, weil hätte ich jetzt ein minimales Budget gehabt und das Geld versemmelt, hätte es mir halt wehtan. Es tut mir halt jetzt noch immer weh, aber ich muss da jetzt nicht irgendwelche Dinge verkaufen, um den Schaden zu kompensieren. Also ich weiß noch, wie es am Anfang war, beim Alex und bei mir, wir haben wirklich nicht mehr als 8.000 Euro gehabt. Ich 4.000, er 4.000. Ja? Und das sind Beträge, die kann sich jeder ansparen. Ja? Wenn man arbeiten geht, einmal ein bisschen weniger auf seinen eigenen Lifestyle schaut, ja? Ein bisschen weniger irgendwo ausgeht und nicht dauernd essen geht oder irgendwas, man kann sparen. Ja? Und wir haben sparsam gelebt und dann sind wir all in gegangen. Ja? Und ich bin oft all in gegangen in der Vergangenheit und habe auf die falsche Karte gesetzt. Das ganze Geld war weg. Ich habe sogar 30.000 Euro Schulden gehabt. Und ich habe gesagt, gut, egal. Weiter, immer weiter. Und jetzt gibt es Leute, die sind angestellt oder machen irgendwas anders und wollen keine 3, 4, 5.000 Euro in die Hand nehmen für ihr eigenes Business. Ist okay, aber dann werden sie immer dort bleiben. Dann bleibt alles einfach gleich. Ja? Wenn du mehr vom Leben willst, musst du auch ein bisschen mehr riskieren. Und wenn es Pech hast, ist die falsche Karte. Und du musst öfter setzen, wie beim Roulette fast, und irgendwann triffst du die richtige Zahl. Und so war das bei uns. Es war weder Glück noch sonst was. Wir haben einfach lang genug immer weiter probiert, den Weg geändert und irgendwann kommst du durch. Es geht gar nicht anders, es ist nur eine Frage der Zeit. Und
Genau so war das, ja. Ja, genau. Und einige Tiefschläge werden bei solchen Situationen natürlich auch mitgenommen. Ja. Da kommen wir aber dann im nächsten Video vielleicht nochmal darauf zurück, wie man da auch Abhilfe schaffen kann mit Personen, die eben da schon Erfahrung haben. Und ihr wisst, auch ich habe sehr viel durchgemacht. Da ist mir meine erste, also von Lumilium, von meiner Brandname, mein eigentlicher, das war gerade, hat man gehört, den Ching Ching von... In Amerika war ja, genau, Einnahmen. $81. $81, siehst du? Mittagessen. Nein, aber dass es eben Leute gibt, die da auch Abhilfe schaffen können, weil so wie es bei mir war, da war es auch, ich kenne ja von Dropshipping das komplette High bis zur richtigen Low, also wenn man richtig ja, Scheiße frisst. Ja. Also wir haben richtig viel telefoniert, wir zwei vor allem, richtig lange intensive Gespräche, wenn man noch ganz unten ist, aber das gehört dazu. Und dann ist es aber gut, wenn man Leute hat, wenn dieser Punkt einmal ankommt, ja, wie kann man sich Abhilfe schaffen, wie macht man weiter in dem Fall? Es gibt so viele Möglichkeiten, was eben eintreten können, beziehungsweise, und das ist eben nochmal viel, viel besser, glaube ich, wie man eigentlich vor diesen Fehlern und vor diesen Punkten bewahren kann. Ja. Da kommen wir jetzt in den nächsten Video nochmal darauf zurück, wo wir auch nochmal auf das E-Commerce-Institut im Detail hineingehen, weil so viele, warum spreche ich jetzt über das E-Commerce-Institut nochmal? Ich bekomme gerade in letzter Zeit sehr viele Anfragen per E-Mail als auch in den Kommentaren wegen einer 1-zu-1-Betreuung. Leute, es tut mir wirklich leid, ich persönlich kann es nicht machen. Ja. Ich habe diese Zeit nicht, ich habe einen Hintergrund aus sehr, sehr vielen Projekten, aber auch sehr viel eben mit meinem Krypto-YouTube-Kanal zu tun, ihr wisst es, und andere Projekte da im Hintergrund, aber eben auch meine Werbeagentur, deswegen habe ich eben wirklich keine Zeit, damit ich eine 1-zu-1-Betreuung mache. Die zwei Jungs haben sich mit dem E-Commerce-Institut darauf wirklich spezialisiert. Ich kenne einfach das ganze Paket, was darin enthalten ist. Ich kenne die zwei Jungs, ich weiß, was sie im Kasten haben. Da gibt es nicht irgendwelche Fake-Umsatzzahlen oder sonst irgendwas, ja, sondern das, was hier reingehoben ist, auch gerade wieder, das ist halt so Standard, was hier abläuft, weil wenn einfach viele Tausend pro Tag einfach Umsatz gemacht werden, dann weiß man auch nach wie vor noch, ja, dass hier mehr dahinter steckt. Dazu kommen wir im nächsten Video. Ja, ihr könnt euch an für sich jetzt schon in den Link darunter, das Video ist aber jetzt dann auch schon online, schaut euch das mal an, wenn ihr alle Details dazu wissen wollt, einen Link zu den Strategiegesprächen, so nennt ihr das ja, genau. Anmelden. Ja, völlig unverbindlich, völlig kostenlos, es wird noch geschaut, auf welchen Stand der Dinge seid ihr. Natürlich, wenn ihr schon mehr Ahnung habt, mehr Erfahrung habt, dann ist es natürlich besser, weil dann muss nicht von ganz null angefangen werden. Aber, und da auch keine Angst für Leute, die gerade einsteigen wollen, auch Leute, die ganz bei Null anfangen, sind herzlich willkommen. Ja. Dazu werden euch die bei dem Strategiegespräch wird da mehr im Detail hineingegangen. Ja. Ich sage, da lassen wir das Video jetzt, wir sind eh knapp wieder knapp 20 Minuten, glaube ich, sehe es gerade jetzt nicht, aber wir geben jetzt einfach die ganzen Details dann hinaus, was kann man da lernen, wofür wird man bewahrt, weil ihr habt ja auch Anwälte im Hintergrund, genau. und kommen wir beim nächsten Video darauf zu, das wird sehr, sehr spannend, wie viel euch da geholfen werden kann. Ja? Bis dahin, ja, ciao, ciao.